Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Skull & Bones. Und es gibt ein überraschendes Shop-Update. Und dieses Shop-Update ist auch zeitlich limitiert begrenzt. Deswegen dieses kleine kurze Video hier dazu, was es Neues im Store gibt. Und das Ganze ist nämlich themenbezogen. Ich denke mal, der, ja, sag ich mal, richtige Metal-Fan, der Headbanger unter euch, weiß es natürlich. Dieses Wochenende findet das Hellfest in Frankreich statt. Da ja, so 100.000 Headbanger versammeln sich da ganz gerne, um Musik zu lauschen. Ja, im Stile von Iron Maiden, Judas Priest. Und so groß wie Wacken ist es nicht. Dafür ist das Wetter wahrscheinlich besser momentan, gerade aktuell in Frankreich. Auf 6 Bühnen werden dort ja viele, viele Bands erwartet. Das ganze Wochenende wird dort also massiv gefeiert. Und da haben sich die Jungs von Skull & Bones gedacht, ich weiß nicht genau warum. Vielleicht halt auch deswegen, weil natürlich Ubisoft ein französisches Unternehmen ist und es gibt ein großes Rockfestival in Frankreich. Dann ist das vielleicht ein Grund dazu, was zu bringen. Was genau drin ist, zeige ich euch gleich direkt nach der Werbung. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Silber, Items oder auch Boosts für Skull & Bones, checke einfach MMOEXP. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GUDI und es gibt nochmal zusätzlich obendrauf 6% Rabatt auf alle Bestellungen. Ja, ich zeige euch natürlich nicht nur, was drin ist, sondern es gibt dazu auch einen kleinen Trailer, den ich euch hier im Hintergrund einblende. Da kann man dann mal viel besser sehen, wie das Ganze denn überhaupt aussieht, wie es sich optisch im Spiel gibt. Obwohl ich auch denke, dass hier die Aufnahmen natürlich massiv optimiert wurden, damit das Ganze wirklich richtig gut aussieht. Und ich hoffe, dass ich den Shanty, den Headbanger Shanty, dazu euch dann auch gleich im Anschluss noch zeigen kann. Also das Video dann mit Ton präsentieren, dass es dort nicht wieder irgendeinen Copyright-Treffer gibt, dass ich dann den Ton wegmachen muss. Das wäre sehr, sehr schade. Denn ja, so ein Metal Shanty ist schon, finde ich, sehr, sehr cool. Im Paket drin, wir schauen, wir haben zum einen, wir starten mit dem Hut. Wobei wir dann natürlich nicht mehr Hut sagen können. Also es sieht schon geil aus, ne, diese Maske. Diese Maske hat es tierisch in sich komplett, das Outfit. Wir haben es ja gerade schon im Video gesehen. Wir gucken uns natürlich trotzdem hier nochmal die einzelnen Teile an. Das Ganze kostet dann wieder 1800 DMC. Im Trailer steht auch genau drin, bis wann es verfügbar ist. Ich habe es mir gerade jetzt nicht aufgeschrieben. Ich glaube 8. Juli oder so war es gewesen. Seht ihr dort dazu, ja, passend die Augen, ne? Die Augenfarbe, die natürlich hier unter der Maske absolut null zu erkennen ist. Dazu dann hier Armschienen. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, ich habe das Paket noch gar nicht durchgeschaut, was es dort gibt, ob es da auch was für eine headbangende Mannschaft dann gibt. Ich hoffe mal, das wird der Fall sein, aber sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus. Der Stil ist ansonsten schon sehr, sehr cool und natürlich die Segelfarbe ist so mega, ne? Also richtig fettes Rot mit dem Schwarz und wir sehen es auch gleich bei der Rumpffarbe noch. Dazu natürlich ein richtiges Metal-Logo mit einem Metal-Segelmuster und dann halt, ja, auch im coolen, coolen Stil wirklich die Rumpffarbe dazu. Was ich mir wirklich wünschen würde, was natürlich wohl, ja, technisch momentan aktuell nicht möglich ist, neue Shanties, ne? Neue Shanties. Und dass man da, man kann ja auch wirklich Shanty-Alben meinetwegen rausbringen. Und hier jetzt natürlich in diesem Paket hätte man dann halt mit drin die Metal-Version des Shanties aus dem Trailer. Wäre schon wirklich sehr, sehr cool. Und ich hatte es ja auch schon mal, ja, schon zwei Kommentare gehabt. Einmal ging es darum, dass jemand gerne, ja, die Shanties abspielen lassen würde. Also sprich, die Shanties hören und die andere Musik ausblenden. Und dann gab es auch noch, ja, auf alle Fälle den Wunsch nach mehr männlichen Shanties, da diese sich besser anhören würden. Das ist, glaube ich, immer Geschmackssache. Aber da könnte Ubisoft was machen, ne? Ich meine, die sind doch gut in Mikrotransaktionen. Das ist doch ihr Butter und Brot. Da wäre es schön, wenn sie sich da was einfallen lassen würden. Aber das war's zum Hellfest. Wenn ihr das Video mitbekommt, ne? Als richtiger Headbanger ist man ja wahrscheinlich gerade in Frankreich und genießt das Wochenende voller, ja, metallischer, dröhnender Musik. Wenn dem so ist, wünsche ich euch dabei viel Spaß. Ansonsten viel Spaß in Skull & Bones. Ich danke euch fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.